Gut. Wir haben noch ein paar Türen hier und ich würde gleich mal die direkt dem annehmen. Vielleicht dann noch so ein Vorlesungssaal. Und tatsächlich, wer bist denn du? In drei Ebenen ausgerichtet. Ihr habt also schönen Namen. Dieser Mann ist dünn und hat ein scharf geschnittenes Gesicht. Seine gelbe Haut ist voller Tätowierung. Seine kalten, schwarzen Augen wandern durch den Raum und über die Köpfe der Anwesenden hinweg. Er scheint eine Vorlesung zu halten. Wahrscheinlich aus einem Knast ausgebrochen und hat sich den Knastplan auf den Körper tätowieren lassen. Aber das wäre zu absurd, selbst für Planescape Torment. Bleibt mir Vortrag zuzuhören. Ich bin bekannt als drei Ebenen ausgerichtet. Ein Gelehrter der Gitzerei. Wenn du wegen meines Vortrags hier bist, er beginnt in wenigen Minuten. Oh, Gitzerei, eine spannende Rasse. Morte seufzt laut hörbar. Komm, Meister, müssen wir uns das wirklich mit anhören? Sag mal still, Morte, ich möchte zuhören. Er spricht mit einer sehr tiefen, ernsten Stimme. Heute werde ich von der Macht der Gesinnung und dem Glauben sprechen. Ich werde erläutern, wie beide auf die Gestalt der Ebenen einwirken. Als erstes möchte ich auf die Gesinnung zu sprechen können. Es ist ein Ossi. Hör zu. Die Gesinnung ist ein Deskriptor der Überzeugung eines Wesens und seines Umgangs mit ihnen. Alle Wesen verhalten sich im Wesentlichen nach einem von drei möglichen Mustern. Gut im Herzen, böse im Herzen oder gleichgültig bzw. neutral im Herzen. Für diese drei grundlegenden Verhaltensmuster gibt es wiederum drei Möglichkeiten des Ausdrucks. Geordnet, chaotisch oder gleichgültig bzw. neutral. Daraus ergeben sich insgesamt neun Gesinnungen, die ein Wesen annehmen kann. Ich höre weiter zu. Diese neuen Gesinnungen sind rechtschaffen gut, neutral gut und chaotisch gut, rechtschaffen neutral, wahrhaft neutral und chaotisch neutral und rechtschaffen böse, neutral böse und chaotisch böse. Ich finde es interessant, dass er es als wahrhaft neutral bezeichnet, nicht einfach nur als neutral. Finde ich eigentlich geiler, ehrlich gesagt, als einfach nur neutral zu sein. Als nächstes möchte ich auf die Macht der Gesinnung und den aus einer Gesinnung resultierenden Glauben eingehen. Ich werde zeigen, wie selbst Götter diese Macht nutzen und wie der Glaube eines Wesens dessen Umwelt physisch beeinflussen kann. Ich höre weiter zu. Eine Gottheit braucht ihre Anbeter, da sie ihre Macht allein aus deren Glauben bezieht. Je mehr Personen bekehrt werden und an einen bestimmten Gott glauben, desto größer ist die Macht dieses Gottes. Umgekehrt gilt, dass eine Gottheit dahin siecht und stirbt, wenn keiner an sie glaubt. Dann fährt sie zur Astralebene, wo auch die Leichen der anderen Götter schweben. Ein Gott kann also gestürzt werden, indem man ihn einfach vergisst. Ich höre weiter zu. Ein weitaus beeindruckenderes Beispiel für die Macht der Gesinnung und des Glaubens sind jedoch die abgleitenden Torstädte. Dazu muss ich zuerst definieren, was eine Torstadt ist. Ich höre weiter zu. Wenn ich nichts weiter sage und einfach nur der Dialog weitergeht, dann höre ich weiter zu. Eine Torstadt ist eine Stadt in den Außenländern diesen größtenteils neutralen Flächen, über deren Zentrum sich Sigil dreht. Eine Torstadt ist um ein permanentes Portal, das zu einer der äußeren Ebenen führt, herumgebaut. Jede dieser äußeren Ebenen hat ihre eigene Gesinnung. Der Abgrund ist chaotisch und böse. Bator rechtschaffen und böse. Was? Der Abgrund ist chaotisch und böse, Bator rechtschaffen und böse, Mechanus rechtschaffen und neutral. Der Berg Celestia hingegen ist rechtschaffen und gut. Die Außenländer sind neutral, sie tendieren weder zur Rechtschaffenheit noch zum Chaos. Das Phänomen des Abgleitens tritt auf, wenn in einem Gebiet ein dort nicht angestammter Glaube hochkonzentriert wird. Dann bewegt bzw. gleitet dieses Gebiet auf eine Ebene, die diesem neuen Glauben entspricht. In einer Torstadt herrscht im Normalzustand eine Glaubensrichtung vor, die der äußeren Ebene jenseits des Portals entspricht, die aber noch nicht stark genug ausgeprägt ist, um die Stadt von den Außenländern zu den äußeren Ebenen zu verschieben. Die Stadt Brustkorb zum Beispiel grenzt an das Portal, das zur rechtschaffen bösen Ebene Bator führt. Die Mehrzahl der Einwohner von Brustkorb sind rechtschaffen böse, doch die Gesinnung und der Glaube der gesamten Stadt sind nicht stark genug, als dass Brustkorb zur Bator-Ebene abgeleitet. Es ist nämlich durchaus möglich, dass in Brustkorb eines Tages ein rechtschaffen böser Orden entsteht, der seinen dunklen Glauben predigt und viele Bürger zu seinem rechtschaffen bösen Gottes bekehrt.
In einem solchen Fall könnte es passieren, dass die Stadt von den neutralen Außenländern zur rechtschaffen bösen Bator-Ebene abgleitet. Nach diesem Prinzip können ganz und ganze Unterebenen verschoben werden. Deshalb sind viele Kriege notwendigerweise Glaubenskriege. Sie sind das Werkzeug, mit dem Gebiete erobert und gehalten werden. Deshalb kann man sagen, dass die Macht der Gesinnung und des Glaubens auf die Gestalt der Ebenen einwirken. Die Vorlesung ist zu Ende. Möge der Glaube eure Taten leiten und die Ebene nach eurem Willen formen. Lebt wohl. Das war sehr interessant. Kann man auch mit dir sprechen? Nee, das war's offenbar. Das war wirklich interessant. Voilà. Ich mag es ganz gerne, wenn die Leute hier über die Ebene und so weiter philosophieren. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Lass mal einen weiteren Raum betreten. Diese Festhalle ist ein reichhaltiger Fundus an interessanten Gesprächen. Wer seid ihr denn? Ach, das Kampftraining. Krieger in Ausbildung. Kann ich bitte mal? Dankeschön. Okay. Ich frage mal den hier. Ja, warum nicht? Diese Person trainiert verschiedene Angriffsvarianten an einer hölzernen Übungspuppe. Sie scheint viel zu beschäftigt zu sein, als dass sie mit dir reden könnte. Okay, sprichst du mit mir? Ihr sprecht eigentlich so richtig mit mir. Was ist das denn hier, die hölzerne Puppe? Dieser Sparring-Dummy ist von trainierenden Krieger stark misshandelt worden. Da kann ich doch auch mal draufhauen. Ja, mein Dolch. Kann ich das? Offenbar kann ich das nicht. Gut. Vielleicht die roten Krieger in Ausbildung? Nein, aber vielleicht, guck mal, hier diskutiert noch jemand. Der kämpft gerade nicht. Diese Person atmet schwer und ist mit Schweißperlen bedeckt, als hätte sie gerade eine anstrengende Übung gemacht. Sie dreht sich zu dir um, als du näher kommst. Ja? Was ist das für ein Ort? Die Gestalt nickt in Richtung der Übungspuppen. Der Trainingsraum der Krieger. Und wo ist die Ausbilderin? Kisai? Die Gestalt zuckt mit der Achsel. Mit den Achseln und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Wahrscheinlich steckt er irgendwo in der Festhalle. Du kannst ihn kaum verfehlen. Seine Haut sieht aus wie die Oberfläche eines grauen Gesteins. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Leb wohl. Guck mal, hier ist auch ein Portal offenbar. Oder einfach nur eine Tür. Ansonsten ist hier nicht eine Person. So, wir hatten einen kleinen Absturz. Aber ich habe wieder bis hin gespielt, was ja nicht spielerisch nicht wirklich weit war. So, Tür geht auf. Wo befinden wir uns denn hier? Werdet ihr die Augen in Knochenschüsseln aufreißen? Das ist völlig idiotisch, mit diesem Mist abzugeben. Okay. Güf ist der Krumme. Das ist der schöne Sitz übrigens. Dieser stämmige, gebeugte alte Mann hat noch immer die breiten Schultern und vernarbten, schwieligen Hände eines Arbeiters oder Kriegers. Eine Aura müder Verzweiflung scheint ihn zu umgeben. Im Moment scheint er einen Vortrag zu halten. Ich bleibe natürlich, um den Vortrag zuzuhören. Gut, jetzt pass mal auf. Dies ist das Seminar über den Krieg. Wenn du etwas über den Blutkrieg erfahren möchtest, bist du hier goldrichtig. Falls nicht, bist du hier Fehlerplatzer und schaffst deine verweichlichten Glieder eines Sigilbewohners besser hier raus. Worte über den Blutkrieg. Das ist ja noch langweiliger, als einen Herrschner zuzuhören, der Gesetze runterlabert. Lass uns ein paar junge Sinnsaaten finden, die noch in der Doktrin der Leidenschaft eingewehrt werden müssen. Er wackelt vor Freude mit den Augenbrauen. Nein, Worte, ich will mir das natürlich anhören. Der Mann lässt seinen Blick plötzlich über das Publikum schweifen, als ob er etwas suchte. Und wenn ihr Tanari oder Batezu seid, dann bewegt eure schuppigen Häute vor die Tür. Ich lasse euch Bastarde hier nicht zuhören, um mir dann eure bescheuerten Argumente anzuhören. Nein, ich höre Batezu. Ist mir egal, was er sagt. Hier wird nämlich nicht diskutiert, wer recht hat. Punkt. Hinter dir hörst du, wie etwas Großes die Vorlesungshalle verlässt. Es wird einfach nur der Blutkrieg vom menschlichen Standpunkt aus erzählt. Ich ergreife nicht die Partei für die eine oder andere Seite. Beide haben nämlich Dreck am Stecken. Ah, interessant. Dann höre ich dann weiter zu. Der Sprecher wird feierlich. So, die jetzt noch hier sind, wollen also Geschichten aus dem Blutkrieg hören. Geschichten aus dem Krieg. Seid wohl hier, um dir von den ganzen Horror zu hören, ne? Die schwebenden Festungen aus Menschenhaut, die Schlachtfelder, die über ihre Ebenen gehen und auf denen der Blutkrieg ausgefochten wird. Er bleckt die gelben Zähne. Geschichten, wie Scheusal ihre Klauen ineinander hauen. Sein Knurren verstummt. Und er steht plötzlich gelangweilt aus. Nun, gleich werdet ihr die Augen- und Knochenschüssel aufreißen. Es ist völlig idiotisch, sich mit diesem Mist abzugeben. Er spuckt verächtlich aus und verdreht wild seine Augen. Aber ich sag euch trotzdem was. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Ausmaße der Blutkrieg hat. Nichts, was ihr gesehen, gehört oder erlebt habt. Nichts ist damit vergleichbar. Zeit,
Zahl der Legionen, Blutvergießen, nichts ist damit vergleichbar. Ihr Dussel versucht gar nicht erst, euch das vorzustellen. Das klappt nämlich nicht. Mein Rat? Einfach. Mischt euch bloß nicht in diesen blutigen Kampf ein. Das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, Scheusale töten Scheusale. Batezu schlachten Tanari, Tanari massakrieren Batezu. Gut, er spuckt wieder aus. Gewinnen tut keiner, weil keiner gewinnen kann. Die größte Sackgasse diesseits der Ewigkeit, dank der Mächte. Das war's. Er zuckt die Schultern. Das war's. Jetzt beantworte ich Fragen, wenn ihr welche habt. Ich stelle eine Frage. Was willst du fragen, Schleifer? Kannst du mir nicht ein bisschen mehr über den Blutkrieg erzählen? Auf den Punkt gebracht kann ich dir das sagen. Den Blutkrieg gibt's schon seit einer verdammten Ewigkeit und er wird erst zu Ende sein, wenn die verdammte Ewigkeit selbst ins Totenbuch gesteckt wird. Die Tanari, die Verfechter des Chaos und Bösen, versuchen den grünen Schied aus dem Bartet zuzuprügeln, den Meistern der Ordnung und des Bösen. Sie schlachten sich gegenseitig ab wegen der Frage, wie das Böse sein sollte. Kaum zu glauben, ha! Was würde passieren, wenn jemand den Blutkrieg beenden würde? Du kannst in diesem Krieg überhaupt nichts ausrichten. Er ist viel zu groß. Du bist ein Tropfen in einen Ozean, der ein Tropfen in einen anderen Ozean ist, der ein Tropfen in einen anderen Ozean ist und so weiter bis zum Nimmerleinstag. Als Tropfen ist dein Ziel, nicht auf dich aufmerksam zu machen und im Ozean zu bleiben. Erzähl weiter. Wenn du etwas ausrichten könntest, was du nicht kannst, versuch's bloß nicht, weil dann nämlich die Ebenen einstürzen würden. Die Ebenen würden einstürzen? Wieso denn? Er hält seine Hände wie Säulen hoch. Der Blutkrieg ist wie ein verdammt großer Stützbalken für die Ebenen. Reiß ihn runter und viele Ebenen krachen mit runter. Viel Zeug lastet auf dem Rücken des Krieges. Er schreit plötzlich wie ein Esel und lacht dann scharf aus. Das größte, fieseste Lasttier aller Zeiten. Aller Ebenen. Erzähl weiter. Er grinst zynisch. Außerdem ist der Krieg großartig fürs Geschäft, wie manche sagen. Er lacht hohl. Dann sieht er so aus, als würde er gleich losheulen. Schwamm drüber. Noch eine Frage? Geht's dir nicht gut? Siehst bekümmert aus. Der Mann lächelt traurig. Doch, doch, mir geht's gut. Hör zu, Schleifer. Ich bin kein Priester und will auch gar keiner sein. Aber merk dir das. Lass das Böse nicht in dein Herz. Wenn du mit Bösen im Herz stirbst, fällt dein Geist auf die unteren Ebenen, wo du ein Sucher wirst. Erzähl weiter. Weiß irgendwer, was das ist? Was dann passiert? Sucher im Abgrund und in Bator werden zu Infanteristen umgebogen und müssen auf immer und ewig im Blutkrieg kämpfen. Er kichert und schüttelt den Kopf. Darum versuchen die Batezu und Tanari alle zu verderben, die sie berühren, weil sie Nachschub brauchen. Merk dir, lass das Böse nicht in dein Herz dusseln. Lass mich noch etwas anderes fragen. Was willst du fragen, Schleifer? Wie hat der Blutkrieg angefangen? Du hast ein Recht zu erfahren, wie dieser alte brühige Schlamassel überhaupt angefangen hat. Warum die Scheusaler dann aneinander geraten sind und wieso sie sich mit Zähnen und Klauen bekämpfen, bis das der einzige Grund für ihre Existenz wurde. Erzähl weiter. Der Grund ist ganz einfach. Sie sind sich begegnet. Er seufzt. Die Tanari und die Batezu liefen sich eines Tages wie zwei betrunkene Pfaffen über den Weg und haben einen Streit vom Zaun gebrochen. So einfach ist das. Er runzelt die Stirn. Dann... Stell dir nur mal vor, zwei betrunkene Priester, von denen jeder behauptet, dass nur er wisse, wie man zu leben hat. Stell dir die Priester vor, mit Schuppen, Fängen, Hörnern und einer grausamen Ader, die mehrere Meilen breit ist. Steck sie in eine verdammte kleine Zelle, dann kannst du dir vorstellen, was für eine Gegenliebe sich da entwickelt. Und so hat's angefangen, der Anfang des Blutkrieges. Wieso bekämpfen sich denn die beiden bösen Rassen? Der eine glaubt, das Böse sollte adrett und ordentlich sein. Der andere glaubt, das Böse sollte Chaos sein. Amok laufen auf den Ebenen. Beides ist böse, aber das heißt noch lange nicht, dass sie sich über irgendetwas einig werden. Böses Blut, jeder will den anderen kalt machen, damit nur sein Böses übrig bleibt. Sie hassen sich wie... Er ringt die Hände in dem Versuch, die richtigen Worte zu finden. Nun, sie hassen sich wie wir hassen. Wir wissen gar nicht, was Hass ist. Wir haben ein Wort für Hass. Sie haben... Seine Stimme wird leise. Tausende, aber Tausende und ihre Bedeutung sind verdreht und aufeinander gehäuft wie Leichen. Deshalb kämpfen sie. Lass mich doch etwas anderes fragen. Wie wird man Söldner im Blutkrieg? Auch eine gute Frage. Weißt du, es kommt immer mal wieder mal irgendein lederköpfiger Dussel vorbei und bittet darum, im Blutkrieg kämpfen zu dürfen. Die wollen ein bisschen Klimper, einen kurzen Einsatz und dann ihr Leben weiterleben. Könnte sein, dass ich einer dieser Lederköpfe war. Kann sein, dass ich meinen Dienst als Schwertkämpfer verkauft habe und gehört habe, dass man in den Krieg ein bisschen Klimper machen kann. Hat mein Interesse geweckt. Aber das war mir eine Lehre. Wir sind die Ameisen, die um die Füße von verdammten tanzenden Göttern rumrennen. Ich habe große Männer gesehen, die behauptet haben, große Soldaten zu sein. Er schüttelt den Kopf.
Papiersoldaten. Der Krieg ist ein Ofen für sie. Entweder sie wachen auf oder verbrennen. Wie hast du denn den Blutkrieg überlebt? Das Gesicht des Mannes verdunkelt sich. Das ist das Einzige, worüber ich nicht spreche. Schleifer. Lass mich einfach nur sagen, dass ein Mann tut, was er tun muss, um den Krieg zu entkommen. Lass mich noch was anderes fragen. Wo wird der Blutkrieg gekämpft? Gekämpft wird an allen möglichen Orten, meistens aber auf den unteren Ebenen, irgendwo entlang des Styx. Das ist ein Fluss auf den neuen Ebenen von Bator, bei den vier Öfen von Jehenna, auf der grauen Einöge, auf der kalten roten Karzeri, das ist die Gefängnisebene und im Abgrund, dieser verdammten ewigen Quelle des Bösen. Irgendwie kommt dir die graue Einöde bekannt vor. Irgendwie kommt mir die graue Einöde bekannt vor, okay. Erzähl mir doch was über die graue Einöde, bitte. Die graue Einöde wird auch die düstere genannt. Die düsterin genannt. Er zuckt die Schulter, dann schauert er nur beim Gedanken daran. Sie ist in jeder Hinsicht grau. Die Farben da verbrennen dir die Augen. Sie schreien, sind zu laut. Und seine Träume werden an die Oberfläche gezogen und auf den Boden geschüttet. Und sind für immer verloren. Nur die Nachthexen herrschen da. Die grauen Damen der Einöde. Ah. Wie Ravel rätselt schön. Beschreib mir bitte mal die Tanari. Der Mann nickt. Die Tanari zahlen besser als die Bate zu, aber man muss zwei oder drei Gesichter und Augen am ganzen Körper haben, weil man ihnen nie den Rücken zuwenden darf. Sie sind chaotisch und die mit dem launischen Herz. Vertrauen oder Versprechen halten bei denen, stehen bei denen nicht hoch im Kurs. Genau, erzähl weiter. Er schnieft, dann zuckt er die Schultern. Denen ist egal, was passiert, solange irgendetwas passiert und es was Böses ist. Meistens greifen sie die Bate zu an, um sich nicht untereinander umzubringen. Okay, dann beschreib mir doch auch nochmal die Bate zu. Der Mann nickt. Sie zahlen gewöhnlich nicht so viel wie die Tanari, halten sich dafür aber an ihre Verträge. Aber sie sind schlau, 100.000 Millionen Mal schlauer und sie schließen schon seit Beginn der Zeitrechnung Verträge ab. Sie verstehen sich darauf, Leute mit Worten einzulullen. Wenn du bei ihnen Söldner wirst, dann haben sie dich in ihren Fängen und lassen dich nie mehr los. Sie planen wie verrückt, sie grübeln mehr und bereiten ein einziges strategisches Gefecht gründlicher vor als die meisten menschlichen Armeen einen ganzen Feldzug. Er schnieft und kratzt sich am Kinn. Gewöhnlich versammeln sie ihre Kräfte auf Avernus, der ersten Ebene von Bator. Wie ist es denn auf Avernus? Avernus, Der Mann zieht eine Grimasse, als ob die Erinnerung an den Ort ihm körperliche Schmerzen bereitet. Da wohnen die Verdammten und die, die von den Verdammten leben. Die rotbefleckten Länder sind voll giftiger Sende und sengenden Feuern, die über die Landschaft brüllen. Das war mein Eindruck von Bator, der Ebene Avernus. Schrecklicher Ort. Ich hätte gerade was anderes gefragt. Also erzählst du uns letztendlich keine Geschichten über den Blutkrieg. Also gut, ich erzähle euch eine Geschichte. Ich gebe euch mal ein Beispiel, was Fleisch für sie bedeutet. Sie trommeln auch ein paar hinterhältige, sterbliche Söldner zusammen, vielleicht ein paar von den mehreren Millionen, die sie haben, und lassen sie sich grundlos gegenseitig abschlachten. Dabei geht es um einen sinnlosen Kampf, um irgendein machtverlassenes Stück Land. Und wo kommen alle diese Seelen hin? Hä? Wohin denn? Ihre Seelen sinken auf die Ebene des Bösen, auf denen sie kämpfen. Dort können sie aus der Brühe der Ebenen gezogen werden und als Lemuren, Mahnen oder was zum Teufel auch immer aus diesen kleinen Mistscheusalen wird weiterkämpfen. Je mehr sie von diesen verdammten Suchern kriegen, desto mehr Truppen haben sie. Oh, lass mich noch was anderes fragen. Ja, offenbar war es keine weiteren Fragen mehr. So, das war's dann. Den Sinnsaaten unter euch muss ich noch was sagen. Kommt bloß nicht auf die Idee, selbst in diesem verdammten Blutkrieg mitzukämpfen. Seid nicht so doof. Befragt einen Sinnesstein, wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Aber bleibt bloß weit weg vom echten Blutkrieg. Ich höre weiter zu. Das ist es einfach nicht wert. Es ist... Ein Moment lang verdunkelt ein großer Schmerz das Gesicht des Mannes. Er sieht beinahe so aus, als würde er gleich weinen. Überhaupt nicht wert. Das ist das Ende dieser Sitzung. Also tschüss. Okay, der Mann ist offenbar schwer gepeinigt. Interessant. Vielleicht hat er irgendeine Art von posttraumatischer Belastungsstörung oder irgendwas in der Richtung. Keine Ahnung. Das Blutkriegssyndrom sozusagen. Okay. Wir haben offenbar noch einige Räume hier, die wir noch erkunden müssen, obwohl so viel sind es nicht mehr. Hier geht's raus. Korridor, der zu den Schlafsälen führt. Okay, da können wir gleich mal hingehen. Oder können wir nächste Woche wahrscheinlich immer hingehen. Wir müssen auch noch diesen Raum erkunden. Das werde ich gleich in der nächsten Woche gleich mal tun. Aber vorab, bevor wir diese Folge natürlich beenden werden, werden wir natürlich etwas widmen, was wir immer am Ende jetzt dieser vier Folgen tun werden. Und zwar dem Kreis des Zertimon. Ich werde also...
Zauberspruch kopieren? Ja, warum nicht? Achso. Wo ist jetzt mein... Da. Darauf kann ich nicht. Der Wunderkreis. Ich verwende ihn und trinke einen Schluck Wasser. Mhm. Ich schließe den vierten Kreis von Zartiman auf, nehme mir einen Stift und ein Stück Papier. Du schiebst die Scheiben in die Konfiguration, die dir DuckCon gezeigt hat, und ein neuer Ring wird sichtbar. Der Ring trägt dieselbe Schrift, die du zuvor gelesen hast, dieselben geometrischen Zeichen. Du kennst die Symbole und weißt, dass du sie lesen kannst. Lass mal kurz vierter Kreis aufschreiben. Vierter Kreis, gut. Ich lese den vierten Kreis von Zartiman. Wisse, dass der Aufstand des Volkes gegen die Elitiden das Ergebnis vieler dutzender Phasen harter Arbeit war. Viele versammelten sich heimlich und lernten, wie sie ihre Herren, die Elitiden, besiegen konnten. Sie lernten, ihren Geist abzuschirmen und ihn als Waffe zu gebrauchen. Sie lernten die Schrift des Stahls und vor allem gab man ihnen das Wissen, was Freiheit ist. Mhm. Moment, Geist gegen I abschirmen, Geist des Stahls und Wissen um Freiheit, sag ich mal. Okay, ich lese weiter. Einige lernten das Wesen der Freiheit kennen und verinnerlichten es. Ihr Wissen gab ihnen Kraft. Andere fürchteten die Freiheit und verhielten sich still. Doch es gab jene, die Freiheit kannten und Sklaverei kannten. Und die wollten, dass das Volk in Ketten blieb. Einer von ihnen war Vilquar. Ich lese weiter. Vilquar sah nicht Freiheit in dem Aufstand, sondern eine Gelegenheit. Er sah, dass die Elitiden sich über viele der falschen Welten ausgebreitet hatten. Ihnen gehörte so viele Welten, dass ihr Blick nur noch nach außen gerichtet war, auf alles, was sie nicht bereits kontrollierten. Vilquars Auge sah, dass vieles vor sich ging, was die Elitiden nicht sahen. Gegenüber dem Aufstand waren die Elitiden blind. Ah ja, Elitiden blickten nur nach außen. Gegenüber Aufstand blind. Aufstand im Inneren blind, das ist vielleicht sinnvoller für mich. Okay, ich lese weiter die Symbole. Vilquar trat vor seinen Herren, den Elitiden Ziyataris, und setzte ihn über den Aufstand in Kenntnis. Vilquar erlegte sich selbst noch weitere Ketten auf, indem er sich erbot, als ihr Auge im Kampf gegen den Aufstand zu dienen. Dafür verlangte Vilquar eine Belohnung für seine Dienste. Die Elitiden erklärten sich einverstanden. Mit dem Abschluss dieses Abkommens begannen die düstere Zeiten. Viele Male beging Vilquar Verrat an seinem Volk und viele seines Volkes wurden von den Elitiden geschlachtet, um den Aufstand in die Schranken zu weisen. Es schien, als würde der Aufstand versiegen, bevor er noch ausbrechen konnte, und die Elitiden waren zufrieden mit Vilquars Auge. Ich lese diese beiden Symbole. Es war gegen Ende dieser düsteren Zeiten, als Zartiman vom Verrat Vilquars Erkenntnis bekam. In dem Wissen um Vilquars Auge brachte Zartiman den Aufstand zum Schweigen, sodass Vilquar denke, sein Verrat sei schließlich gelungen und der Aufstand sei niedergeschlagen. Er wusste, dass Vilquars Auge nur die Belohnung sah, die ihm versprochen war. Er würde sehen, was er sehen wollte. Ah ja. Ich lese weiter die Symbole. Mit habgierig schlagenden Herzen trat Vilquar vor die Elitiden Ziyataris und brachte seinem Herrn die Kunde von seinem Erfolg. Er sagte, der Aufstand sei gebrochen und die Elitiden könnten ohne Gefahr ihre Augen wieder auswärts richten. Er pries ihre Weisheit, die sie bewogen hatte, auf Vilquars Auge zu vertrauen und bat um seine Belohnung. In seiner blinden Habgier hatte Vilquar vergessen, warum das Volk begonnen hatte, nach Freiheit zu streben. Er hatte das Wissen darüber verloren, was Sklaverei bedeutet. Er hatte vergessen, was seine Herren, die Elitiden, in ihm sahen. Und so endete Vilquars Verrat am Volk mit einem weiteren Verrat. Vilquar musste erfahren, dass Vilquars Auge nutzlos wird, wenn es nichts mehr gibt, was Vilquars Auge sehen könnte. Ich lese die Symbole bis zum Ende. Die Elitiden gaben Vilquar seine Belohnung. Sie öffneten seinen Schädel und verschlangen sein Hirn. Vilquars Leichnam wurde auf die Felder der leeren Höhle geworfen, damit sein Blut die giftigen Gräser bewässere. Ah, ich schiebe die Scheiben zusammen und versiegle den Kreis. Sehr interessant. Ich speichere mal kurz und spreche DuckCon an. Durch das Ausharren. Was wünschst du?
Dakon wendet sich dir zu. Seine Augen glänzen wie zwei schwarze Kohlen. Seine Klinge spiegelt einen Augenblick lang seine Augen wieder, als du ihn anredest. Dann nickt er. Was wünschst du? Es gibt Dinge, die ich wissen möchte, Dakon. Ich werde dich anhören. Ich suche einen Lehrmeister. Vielleicht kannst du mir helfen. Dakon wartet. Ich habe den ungebrochenen Kreis von Zartimon gelesen. Ich möchte mit dir noch ein wenig über die Lehre des Zartimon sprechen. Ups. Was hast du gelernt? Was weißt du? Erstmal den kürzeren Teil. Wenn man sich damit zufrieden gibt, wenn man sich damit zufrieden gibt zu sehen und zu verstehen, betrügt man sich selbst. Muss kurz drüber nachdenken. Ja, das könnte es tatsächlich sein. Oder, wenn jemand nur das sehen will, was vor seinen Augen ist, sieht er nur einen Teil des Ganzen. Er ist blind. Und so wie Vilqua geblendet war durch die Belohnung, die ihm versprochen wurde, so waren die Elitiden blind gegenüber dem wirklichen Aufstand. Denn als sie Vilquas Worte vernahmen, richteten sie ihren Blick wieder nach außen, nicht wahr? Und so konnte der Aufstand stattfinden? Ja, das ist zu viel Spekulation. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, wenn man sich damit zufrieden gibt, zu sehen oder zu verstehen, betrügt man sich selbst. Dakon. Oh, verdammter Mist. Da habe ich tatsächlich mehr. Mein Gott, da wollte ich tatsächlich einmal klug sein und habe tatsächlich wirklich die falsche Antwort wieder ausgewählt. Na wenn schon, ich werde noch mal lesen und probiere es gleich nochmal. Bla bla bla. Ist auch mal die erste Antwort. Tut mir leid, da habe ich jetzt einfach. Ich habe manchmal das Gefühl, entweder denke ich zu einfach oder zu kompliziert für diesen Kreis des Zartimon. Naja, gut. Wisse, dass du wahr redest. Vilquas Auge blendete nicht nur Vilqua selbst, sondern auch die Elitiden. Das Tentakelvolk glaubte, der Aufstand komme nicht mehr. Als der Aufstand kam, tränkte sich die Erde mit dem Blut der Elitiden. So wurde der Sieg durch den Verrat geboren. Das ist eine merkwürdige Lektion. Ich verstehe nicht, wieso sie zur Lehre des Zartimon gehört. Dakons Klinge blutet aus, bis sie ein totes Nachtschwarz angenommen hat und seine Stimme wird tiefer. Einen Augenblick denkst du, er ist ärgerlich, aber du bist nicht ganz sicher. Vieles an der Lehre des Zartimon und an seinem Weg ist schwer zu verstehen. Weißt du, warum Vilquas Auge Teil der Lehre Zartimons ist? Es gehört zu der Geschichte, wie unser Volk die Freiheit kennenlernte. Sie lehrt uns, dass es auch unter dem Volk jene gibt, die nicht zum Volk gehören. Und dass selbst durch den größten Verrat ein größeres Wissen erlangt werden kann. Nun gut. Gegenstand hinzugewonnen. Du kennst nun den vierten Kreis von Zartimon. Er nimmt den Kreis und dreht mit einer raschen Bewegung eines der Verbindungsglieder, sodass eine der Scheiben nach vorn gleitet. Er reicht dir die Scheibe, denk über diese Lehre nach und ihre Kenntnis wird dir Kraft verleihen. Ich möchte mehr über die Lehre des Zartimon erfahren. Dakons Finger fühlen den Rand des Steinkreises und er dreht ihn im Uhrzeigersinn. Die Verbindungsglieder klicken, bis sie in einer neuen Konfiguration einrasten. Er wiederholt die Bewegung in umgekehrter Richtung und stellt so den Stein neu ein. Der nächste Kreis von Zartimon steht dir offen. Studiere ihn, dann werde ich deine Worte anhören. Dann werde ich den nächsten Kreis lesen. Inzwischen würde ich gerne noch ein paar andere Dinge wissen. Nee, Gott, also gut, ich werde ihn lesen und dann mit dir sprechen. Und damit haben wir den vierten Kreis des Zartimon gemeistert und ich bin gespannt, ob wir nicht auch noch den 5., 6., 7. und 10. Kreis noch meistern werden. Ich habe keine Ahnung, wie viele es gibt. Ich möchte auch tatsächlich gar nicht wissen. Ich bin jedes Mal überrascht. Ich bin erfreut über jeden weiteren Kreis, den ich lesen darf. Und mal schauen, wie viele, in wie vielen Folgenquadrupeln sozusagen wir diese Kreise durchhaben werden. Das ist immer ein schöner Abschluss von so einer Folge. Wir sehen uns also am nächsten Donnerstag wieder. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.